Wie berechnet man eigentlich den Durchschnitt? Wir schauen uns das mal für ein ganz alltägliches Beispiel an, nämlich den Notendurchschnitt in einer Mathe-Schulaufgabe. Zwei Leute haben die 1, 14 Leute haben die 3, 6 Leute die 4, eine Person hat die 5, die Note 2 und 6 kam gar nicht vor. Naja, wie kriegst du jetzt den Durchschnitt? Du musst die Summe aller Noten bilden und dann geteilt durch die Klassenstärke, also die Anzahl der Schüler, rechnen. So, wie kriege ich jetzt die Summe aller Noten? Naja, zwei Leute haben noch die 1, also 2 mal 1. Dann 14 Leute haben die 3, 6 Leute haben die 4 und eine Person hat die 5. Und wie viele Leute sind jetzt in der Klasse? 2 plus 14 sind 16, plus 6 sind 22, plus 1 sind 23. Das kannst du jetzt noch im Kopf oder im Taschenrechner ausrechnen. Du bekommst dann oben auf jeden Fall 73 raus. Durch 23 und das sind ungefähr 3,17. Das ist der Notenschlüssel. Wie war es in deiner letzten Mathe-Schulaufgabe? Das war Mathe mit Niki.